So, ich hatte gerade schon einen Äuglang zugemacht, aber die Nacht ist hier immer so fürchterlich lang, finde ich, in dem Spiel. Und es kommt mir natürlich so lange vor, das kann natürlich auch sein. Wir müssen diese scheiß Schlangen hier loswerden. Bis jetzt habe ich nur einmal Pipi auf dieser Insel gefunden. Das einmal reicht einfach nicht. Das muss ich ja mal so sagen. Und ich will die Wracks nochmal weiter untersuchen. Achso, ich habe ja noch eine Kiste gesammelt, ne? Die können wir uns nochmal schnell angucken, diese Kiste. Mal gucken, was sich drin befindet. Okay, Leder ist natürlich ziemlich cool. Ja, mehr voll sind wir. Hopp. Alter, ich habe so viele Klamotten am Start. Ich brauche eigentlich diesen Webstuhl gar nicht. So, ich habe so viele Speere jetzt gerade dabei, weil ich wirklich vorhab, mich gegen diesen Hai zu wehren. Yay! Patsch! Direkt in so einen Seeigel rein. Das wäre ja so Hammer. Ja. Hier ist auch nicht genügend Pipi am Start, ne? Das ist echt Mist. Lass mal mit einem Speerausrüst nehmen. Vielleicht sollte ich mir mal Pfeil und Bogen herzaubern, um auf diese Scheißschlange zu schießen. Wer weiß ja schon, was richtig ist in diesem Spiel und was nicht. Das verstehe ich immer nicht, wenn solche Dinge gar nichts einfach haben. Man geht davon aus, da ist irgendwas und da ist einfach nichts. Das ist einfach nichts, das ist einfach nur so da. Na, das ist... Oh, da sind die Schlangen. Vorsicht. Vielleicht kriegen wir die ja kalt. Mal gucken. Wenn wir das geschickt angehen lassen. Fick dich. Yay! Schön. Die Freude war einfach nur groß gerade. Unser nächstes Essen. Schlange. Diese Schlangenleder, warum gehen wir das ab? Warum behalten wir es nicht? Okay, ich glaube, das wird gleich... Naja. Tags. Wir müssen immer noch vorsichtig sein. Hier ist auch nur ein Wildschwein, ne? Auf dieser Insel. Traurig. Einfach traurig. Wo ist denn der Mond? Ja, guck mal, der geht gleich unter dem Mond, dann wird es tags und dann geht das hier schon gleich ab wieder. Guck mal. Man wird jetzt beleuchtet. Von Pixelwolken. Das reicht wohl. Ein Speerwurf und vorbei ist. Das finde ich gut. Jetzt werden wir uns gleich mit Fleisch aufstärken. Ja. Keine Gefahr mehr auf dieser Insel. Also zumindest nicht von Schlangen. Die Gefahr aber zu verdorsten ist doch allgegenwärtig. Deswegen machen wir gerade nichts, was das entgegenwirken könnte. So. Sups. Und los. Ich weiß nicht, diese Maus dafür, dass es nur eine 5-Euro-Action-Maus gewesen ist, ist ziemlich geil eigentlich. Die klickt nicht laut und so, man muss sich eigentlich nur dran gewöhnen. Und dann geht das schon, ne? Jo. So. Hopp. Einmal wieder wegpacken den Scheiß und rauf die Wurst. Und ich muss mal ganz kurz Pause machen. So, weiter geht's. Das sind die leibeigenen Kinder, die man hier so hat. Naja. So, jetzt endlich. Ich leg mal das Fleisch daneben, das weiß ich wieder nicht, welches das gesunde Fleisch ist und welches das schlechte. Kann ich das überhaupt noch finden? Ja, finde ich. Definitiv finde ich das. Lass uns mal was zum Trinken besorgen, ganz schnell. Wir können ja jetzt so über diese Insel rüber jetten. Hier müssen wir gar keine Gefahr mehr erwarten. Und das finde ich ziemlich cool. Schöne Insel. Auch schön, schön. Ja, schön. Lass uns mal so einen Kokosnussbaum da abhacken. Ich hatte eine schöne Kokosnüsse dran. Hast du zwei? Naja.
Hast du zwei? Hast du zwei Nüsse? Aha. Da war gerade, mein Essen hat gerade gesprochen. Ja. Ah. Ich habe eigentlich vor, nachher mal zu sortieren auf dem Schiff, die ganzen, wie nennt sich das gleich? Warum sind hier keine Bananen dran? Warum bist du nicht groß und da sind Bananen dran? Das wird so helfen einfach. Ja, die ganzen Stöcker mitnehmen einfach, damit wir nachher was Vernünftiges zu essen haben, ne? Huch, die habe ich doch in der Hand, Mann. Und lass fallen. Quatsch, was Vernünftiges zu essen, habe ich gesagt. Nein, damit wir die Stöcker alle mitnehmen können, damit wir unsere Insel weiter ausbauen können. Weil ich will ja schon langsam anfangen, mir ein Häuschen zu bauen auf der anderen Insel. Und dann schiffe ich denn so durch die Gegend, um einfach Loot zu finden, weil diese Insel ist quasi tot, da findet man nichts mehr. Außer vielleicht im Meer, das ist natürlich das Schöne daran, oder vielleicht in der Luft. Diese Bird Traps, die sind einfach so für den Arsch. Das bringt überhaupt nichts. So, ich rüste mich mal ganz... Oh nein, wieso denn? Viel Kokosnuss geschlürft und schon kriegt man das Kacken? Wie albern. Ach, fick. Das Problem ist, dann darfst du noch mehr sammeln, weil du deinen ganzen Wasserhaushalt wieder in Gang kriegen sollst. So, die lassen wir mal. Ja, ist klar. Weißt du was, ich entscheide mich jetzt gerade nochmal so einen Kollektor zu bauen. Da kriegen wir wenigstens sauberes Wasser her. So, dafür brauchen wir diese Flasche. Einmal Seil, das werde ich ja gleich verwenden. Komm, lass mal diesen Palmscheiß mal mitnehmen. Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Ja. So, chop. Sehr schön. Oh, ich hack dich ab, du Kackbäume. So, komm. Komm jetzt zu mir. Ich hab's dir gesagt. Stell dich nicht zwischen mir und mein Wasser. So. Sollte man eigentlich auf jeder Insel bauen. Diesen Water Collector einfach. Weil es ist wichtig, Alter. Wasser zu haben. Mein Essen. Ich habe noch Essen auf dem Herd. Das habe ich mir alles viel schneller vorgestellt. Halt die Klappe. Voll. Was sagt man dazu? Ne? Pipa, 50, genau. Einmal davon haben wir. Dann brauchen wir noch einmal das. Dreimal Steine. Da rennt mein Essen. Was sagte ich jetzt? Das habe ich total vergessen gerade. Einmal. Genau, einmal das. Dreimal Steine, einmal Seil und einmal das. Das liegt ja da vorne schon. Also Steine sammeln, schnell. Da wäre ja eine. Oh, komm schon, was habe ich denn jetzt noch? So viel Scheiß dabei, ey. Mist. Und Speer erstmal abwerfen oder so. Keine Ahnung. So. Komm mit. Zack. Man will einfach so viele coole Dinge machen. Man nimmt sich das echt vor. Kommt aber nicht dazu, weil immer irgendwas mit dem Spiel dazwischen geht. Du kannst dir nicht irgendwie eine Regel befolgen. Du kannst nicht sagen, heute machen wir das und das. Dann kommt Durchfall dazwischen. Das ist echt für den Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, nicht meine Axt wegwerfen, du Hirni. So. Nicht rocken.
Äxten. So. Und einer. Ich hätte ja gerne was genommen, falls wir noch was finden. So, reicht das? Habe ich alles jetzt beisammen? Jo, habe ich. Nice. Warte, so, so, so. Genau, Bobs. Geil, schon mal einmal was drin. Habe ich getrinkt? Nee, habe ich nicht getrinkt. Ach, guck mal, ich habe noch so viele Sachen am Start. Warte mal eben. Nun komm! Komm! Den brauchen wir nicht, das ist zu viel. So, Speer mitnehmen wieder. Was sagt Durst? Unsere Lebensanzeige ist generell ziemlich niedrig. Oh, mein Fleisch. Ich hoffe, das geht schnell mit Trinken diesmal. Ich meine, wenn man so Water Collector am Start hat, dann ist das Verdursten eigentlich sehr unrealistisch. Oh, guck mal, das können wir doch gleich mal ausnutzen. Wow. Was ist denn das? Das ist nichts, okay. Oh, warte mal. Da. Na komm her, da ist lieber Fisch. Na, jetzt haben wir ihn. Was treibt sich hier noch rum? FIFA vom... Nichts, Lampe und so. Hey, hier ist gar nichts einfach. Doch, das sind Schubladen gewesen. Oh, wir müssen nach oben. Okay. Ja, und dann ist er, das ist der Hai auf der anderen Insel. Da ist er durch den Sand geglitscht. Das war ein Sandshark. Total gruselig. Der hat mich da aus dem... Der hat mich da weggekickt. Meinst du, das ist fertig? Nee, ne? Nee, nee, das wollen wir nicht. So, komm, schnitz ihn mal auf. Bing! Mein Essen ist fertig. Geil, das sind zwei Fische gleich immer. Oh nein, ich habe mein Feuer ausgemacht. Ich hol Kopf. Schnell wieder anmachen. Shake, 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 shake. Ach ja. Der Feuerbohrer. Haben wir es? Jetzt gleich, Dankeschön. Wir brauchen ein bisschen Feuer nach Lalalaigen. Ja, wenn wir uns für nichts entscheiden können, dann wird er neben halt. Sehr gut. Auf. Fuck. So. Sehr cool. So. Das haben wir. Ein bisschen was getrunken haben wir. Was sagt denn so... Oh, bei weitem noch nicht so besonders gut. Wir sollten uns vielleicht noch so einen Kopf von der Palme abhacken. Da vorne hier. Und direkt mal nachlegen. Wo will der Reifen hin? Och, kommt schon, Mann.
Das nervt enorm. Achso. Ja, ja. Nun komm, rein da. Rein, rein. Ist das voll? Ist das voll? Tatsächlich, das ist voll. Hey, das ist ja voll. Das ist toll. So. Ist das noch nicht fertig? Fleisch legen wir mal hier hin. So, und dann nehmen wir noch uns einmal so eine... So eine Pflanze weg, damit wir so eine Young Palm, damit wir uns das Ding spawnen können. Wie nennt sich das gleich? Da! Ja! So. Zap. Man weiß nie, was man so findet, ne? Gut, da unten ist was. Ich nehme jetzt mal gleich direkt einen Speer in die Hand. Mal gucken. Bist du Pipi? Nee, bist du nicht. Ist nur einmal Pipi, also aufpassen. Jawohl, sehr schön. Geil. Guck mal, das stört ihn nicht. Das stört ihn nicht. Aber sobald wir so einen nehmen. Naja, normalerweise kratzt er davon ab. Hä? Jetzt ist er. Oh. Och, Kacke. Jetzt war da irgendwo ein Seeigel, ey. Und ich hab nur noch einmal Pipi. Oh. Scheiße. Antibiotikum ist hier nicht zufällig drin oder so? Bist du Pipi? Ne, Krabbi. Scheiße. Alles deine Schuld. Schweinerei. Leder und Dings, damit könnte ich mir diese Kanone bauen, ne? Fuck, ey. Hä? Oh mein Gott. Wo kriegen wir jetzt Pipi her? Aloe Vera. Heißt das, wir müssen wieder reisen, um Pipi herzukriegen irgendwo? Das ist aber ein intensiv kleines Schwein, war? So ein Hausferkel oder so. Fuck, ey. Wo kriege ich jetzt noch mehr Pipi her? Ich glaube, wir müssen reisen. Das Problem ist immer dieses permanente Hunger, was man dann dadurch kriegt, ne? Hunger und Durst halt. Und das ist auch so frech, dass man das nicht sehen kann. Ich sollte mal echt mal ausmisten hier, ne? Diese so eine Flägern. Ich habe Platz. Brauche ich denn wirklich eine Flare Gun? Ach ey. Also, das ist die Insel, von der wir gekommen sind da hinten. Das heißt, wir müssen uns gleich irgendwo eine andere Insel suchen. Wo sind wir gerade tauchen gewesen? Da oder da? Ich glaube. Ja. Meine Lebensanzeige geht so rapide runter einfach. Diesmal wird es unser Ende sein, Freunde. Okay. Trotzdem können wir es safe machen. So. Das Piep. Oh ne, das ist das eine Mal Pipi, ne? Scheiße. Warte mal, lass uns mal ganz kurz nochmal so ein Flaschending bauen. Ich glaube, ein Seil habe ich jetzt wirklich da.
Lag doch von irgendwo eine dumme Kokosnuss rum. Da. So. Und das heißt, jetzt müssen wir reisen und gucken, dass wir uns nicht verfahren. Oh mein Gott. Das kann auch was werden. Also vorgelassen. Mal diese Reise auf diese Insel. Oh ja. Ehrlich gesagt, voll für den Arsch. So. Aber wo wir hinfahren, das sehen wir oder seht ihr in der nächsten Folge. Denn ich habe nämlich noch keine Idee, wo uns unsere Reise hinführen wird. Hauptsache, ich krieg mal Pipi verstaut. Hört sich auch doof an, ne? Ich krieg mal Pipi verstaut. Da. Da haben wir Pipi-Platz. Oh, ich hab mein Pipi in der Hand. Es ist zu einfach, Leute. Es ist zu einfach. So. Na komm, wir brauchen noch mal Wasser einmal, bevor wir wegreisen. Drink. Genau. Nochmal schnell speichern, vielleicht das Ganze. Save. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin. Ciao.